Zahle zusammen! Ich trage aus Pendeln Steinkette zum Fuße und gang nie ohne Aluhut voraus. Nimm jeden Morgen 7 Schüssel Salz, ein halbes Globuli und einen Löffel Malz. Von mir aus können jetzt die Gselle die Antennen auf 5G umstellen. Der Wackeldackel wird als Kultobjekt von mir seit Jahren gehackt und pflegt. Auch mein Wackel Elvis ist ein Brach, wo in jeder Kurve den Hüftschwung macht. Was ich jetzt noch unbedingt will haben, ist ein Merkel-Figürli, wo zittern kann. Die rosa Seekuh, wie kann's auch anders sein? Ist der Titel von Minus in einer Biografie. Verfasst der Wessels hingegen noch seine Memoiren, wie das ein Buch übers Parkplatz sparen, mit dem Titel wie ich, sonst so lieb, ganz Basel in den Wahnsinn trieb. Das ist doch der Putschin, eben gell. Der hat doch, der ist doch, er wird jetzt schnell. Das ist doch der Regierungsrat, der kürzlich gesagt hat, dass so gut. Jetzt wissen wir's und werden es nie vergessen. Er ist einmal in der Regierung gesessen. Da liegt schon wieder ein im Gipskorsett, wo die Gefahren nicht richtig eingeschätzt hat. Er hat den Spalenberg durch Abfallgutzi gegeben. Und denkt, wenn er schwankt, es lenkt mal wahr. Aber der Schwank hat dank zum Bremsen nicht lang. Jetzt hat er sie eh trotzdem nicht verschankt. Für Medien sich die Diskussionen um eine Vaterschaftsurlaub wirklich lohnen. Ich müsste nie mehr in Stollen, weisst wie gediegen. Könnte das Leben geniessen und hinten liegen. Weil meine Frauen, da gibt's nichts zu kehren. Mindestens 4-mal im Jahr gebären. Der Roger probiert, ihr könnt fast wetten. Die Millionen Gagen bei der CS zu retten. Der Greta nicht an die Karre zu fahren und seinen guten Ruf zu bewahren, indem er eine neue Werbung lanciert, wo nur das nette Mädchen integriert. Patrouille Suisse fliegt wie ein Pfeil. Statt über lange Bruck über Mümliswil. Die heiges Ziel verfehlt, so ein Pilot sie bricht.
wegen einem Vogelschwamm und der schlechten Sicht. Also wenn du mich fragst, ich glaube ja, dass die liegen. Die wollen doch einfach nicht über das Baselbiet fliegen. Der Johnson und der Trump, das sind die beiden. Was sich kaum voneinander unterscheiden. Beide haben den Charakter von einem Silberhucke und beide haben den IQ von einer Mucke. Sie haben auch beide ein bisschen Madullo-Figur. Nur einer hat die schönere Föhnfrisur. Ich habe meinem Bub heute gesagt, so geht's nicht weiter. Ein Zweier in Englisch, das ist wirklich gescheiter. Weil nur mit Englisch nun der Fahne kommst du im Leben nimmer an. Da rief doch der Sürmel ganz empört. Du hast noch nie den Ueli Maurer gehört. Ciao zusammen und viel Vergnügen noch.